Bei herrlichem Sonnenschein feierte das Freie Theater Harz die Premiere ihres Stückes Tintenherz im Harzer Bergtheater, was noch bis Ende August zu sehen sein wird. Die erste von 10 Aufführungen auf dem Hexentanzplatz begann am Sonntag um 11 Uhr. Während einige Besucher schon auf den Plätzen saßen und den Blick hinunter ins Bodetal genossen, fanden nach und nach immer mehr Besucher den Weg ins Harzer Bergtheater. Das Freie Theater Harz ist eigentlich ganzjährlich in der Baumannshöhle in Rübeland heimisch und spielt im Sommer regelmäßig auch im Harzer Bergtheater. Für das Stück Tintenherz stellt der gleichnamige 2003 erschienene Fantasy-Bestseller die Grundlage. Das 12-jährige Mädchen Maggie gerät mit ihrem Vater Mo in ein spannendes Abenteuer, in dem Figuren und Dinge aus Büchern lebendig werden. Doch was genau dahinter steckt, können die beiden uns sicher besser erklären. In der Tintenherz-Inszenierung des Freien Theaters Harz sieht man Anne Scherlies in der Rolle der Maggie und Matthias Mittelhof spielt den Vater Mo. Ja, ein Herr, den ich spielen darf, der hat eine besondere Begabung und der kann nämlich Sachen, Menschen, Dinge aus einem Buch herauslesen. Und vor 9 Jahren in diesem Stück ist es eben passiert, dass dabei Bösewichte auf die Erde gekommen sind und leider deine Mutter in das Buch hineingegangen ist und wir nun in diesem Stück 9 Jahre lang die Mutter vermissen. Genau, und dann findet man aber den Mo wieder. Einer von den rausgelesenen Figuren, der nicht böse ist, findet den Mo und der möchte wieder reingelesen werden. Und damit fängt das Abenteuer eigentlich an. Ja, und es geht zu Ende und das verraten wir nicht. Genau, da gibt es nämlich einen Bösewicht, den muss man sich hier original angucken. Und ab und zu geht es in Kindergeschichten ja auch, oder gibt es ja da auch ein gutes Ende. Manchmal gibt es das, aber es gibt auch ganz schlimme Enden. Also es gibt ja welche, wo Figuren sterben sogar. Da hast du recht. Ja. Also seid überrascht. Ja. Sicher ist, dass die Fähigkeit, Figuren und Dinge aus Büchern herauszulesen, eine Menge verrückter Abenteuer und Begegnungen verspricht. Sie muss es aber wissen. Es ist zu gefährlich, wenn sie es weiß. Es ist gefährlich, wenn sie es nicht weiß. Was? Was ist gefährlich? Wer ist das, dieser Capricorn? Was will er von dir? Ein Buch. Ein Buch? Warum gibst du es ihm nicht? Das geht nicht, Maggie. Ich erkläre es dir später, aber nicht jetzt. Versprochen. Versprochen. Klaus Heidenblut, vielen bekannt aus der Mephisto-Inszenierung zur Walpurgisnacht auf dem Hexentanzplatz, ist neben Anne Scherlies und Matthias Mittelhof in eigentlich allen Stücken des Freien Theaters Harz zu sehen und spielte in Tintenherz passenderweise den Bösewicht. Es gibt da einen Freund aus alten Tagen, den ich hier sehr vermisse. Zauberzunge, Lies, und du, Bastard, du schneidest jedem die Zunge heraus, der auch nur einen Lauch von sich gibt. Lies! Wie die Geschichte ausgeht, sollten Sie sich lieber selbst ansehen. Sie ist witzig, spannend und steckt voller Überraschungen. Bis Ende August können Sie Tintenherz noch im Harzer Bergtheater miterleben.
Ich weiß, dass du jederzeit dein Leben für Capricorn hergeben würdest. Und dass du jeden Tag nach einem Lob von ihm lächst. Aber soll ich dir etwas verraten? Capricorn verachtet dich dafür und erhält dich für dumm. Hey! Sowieso. Basta! Du darfst sie nicht töten, weil... Weil? Capricorn sonst stirbt! Was? Ja, genau! Du und Flachnase und Capricorn, ihr sterbt dann alle, weil er euch erfunden hat. Ja. Im Anschluss an die Aufführung nahmen sich die Schauspieler kurz Zeit, Autogramme zu geben und kurze Gespräche mit den Besuchern zu führen. Im August ist das Freie Theater auch in der Rübeländer Baumannshöhle zu sehen. Drei weitere Theaterstücke, Das kalte Herz, Rotkäppchen und Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, stehen im Programm und sind wirklich zu empfehlen. Karten für die Vorbestellung in der Rübeländer Baumannshöhle sowie für die weiteren Aufführungen im Harzer Bergtheater können Sie telefonisch unter der 03945 449132 oder der 03947 2324 bestellen. Jetzt geht's. Wir haben noch 38 Karten.